Liebt eure Feinde, sagt Jesus. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. So sagt das Jesus. Einfach so kann man sagen. Liebt eure Feinde. Denn, so sagt er dann weiter, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, wenn ihr euch nur mit denen gut versteht, die nett zu euch sind, dann ist das überhaupt nichts Besonderes. Das können alle, das wäre einfach. Ihr aber liebt eure Feinde. Etwas ganz Großes und Anspruchsvolles, die Feindesliebe, die Jesus in das Zentrum des christlichen Lebens stellt. Es gibt Menschen, die sagen, genau, ohne Feindesliebe, ohne Vergeben, gäbe es die ganze Menschheit nicht mehr. Wir können nur überleben, wenn wir unsere Feinde lieben. Wir können nur als Menschheit überleben, wenn wir vergeben, wenn wir nicht jede Kleinigkeit rächen wollen und vergelten wollen. Sagen die einen. Andere sagen, Feindesliebe, das geht gar nicht. Was Jesus von hier von uns verlangt, das ist, geht über die Grenzen des Menschenmöglichen. Jesus verlangt zu viel und das ist nicht gut so. Wie soll das denn gehen, die Nächsten zu lieben, die Feinde zu lieben? Und überhaupt, danach kann man doch auch keine Gesellschaft organisieren. Es muss Gesetze und Regeln geben. Ihr merkt schon, wie man das so zerreden kann, dieses Thema Feindesliebe, wie man Pro und Contra diskutieren kann und was dann hinterher noch übrig bleibt, das ist dann nur noch ein kleines Häufchen von dem, was Jesus vorgeschwebt ist. Vielleicht würde ich das sogar auch so sagen, Feindesliebe ist schwierig, das wirklich jeden Tag zu leben und jeden Tag umzusetzen. Aber sie deswegen einfach an die Seite zu schieben und sagen, das geht nicht, also mache ich das nicht, das können wir sozusagen aus der Bibel streichen, diese Verse, das meine ich, geht auch nicht. Und warum? Warum halte ich an diesen Versen fest, auch wenn sie so schwierig sind, sie umzusetzen? Das liegt an dem, der diese Worte gesagt hat. Dass wir eben nicht irgendein Dahergekommener, der jetzt irgendwelche Klugheiten von sich gibt, sondern das war Jesus Christus, der das, Feindesliebe, pure Menschlichkeit und göttliche Liebe, die hat er so total gelebt. Er hat nicht nur darüber gesprochen, das von anderen verlangt, sondern er hat das mit seinem eigenen Leben vorgelebt. Weil Jesus so ein bewegender und berührender Mensch war. Darum will ich auch dieses Gebot von der Feindesliebe nicht wegschieben, sondern immer wieder und dann immer wieder versuchen, mich danach zu orientieren. Liebe deine Nächsten wie dich selbst und liebt eure Feinde. Gott helfe uns dabei. Amen.